die Wissenschaft, finde ich, aktuell hat sich doch sehr darauf eingerichtet, einen Beruf zu beschreiben und nicht die Berufung, gemeinsam als Gesellschaft Probleme zu lösen. Open Science hat das Ziel, wissenschaftliche Forschung möglichst vielen Menschen nachnutzbar und zugänglich zu machen. Und dabei geht es eben nicht nur um die Ergebnisse, sondern um die offene Gestaltung des gesamten Forschungsprozesses. Also angefangen bei der Erhebung der Daten, über das Offenlegen der verwendeten Methoden bis hin zur Publikation der Ergebnisse. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oftmals Lust haben, Open Science zu betreiben, aber gar nicht so genau wissen, wie das geht. Also welche Tools sie benutzen müssen, wie sie richtig lizenzieren, nicht wissen, wie das in ihrer eigenen Institution angesehen wird. Deshalb hat Wikimedia Deutschland 2016 gemeinsam mit dem Stifterverband das Fellow-Programm Freies Wissen ins Leben gerufen, um eben junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei zu unterstützen, Open Science zu betreiben. Open Science ist ein Bereich, der sich derzeit ganz dynamisch entwickelt. Da passiert viel, da ist sehr viel Energie drin. Als Stifterverband sind wir einfach sehr interessiert daran, da zu partizipieren, dabei zu sein und diese Entwicklung auch zu begleiten. Das Besondere an unserem Programm ist, dass die Fellows eine finanzielle Unterstützung erhalten und darüber hinaus von erfahrenen Open Science-Expertinnen und Experten betreut werden, die eben selber offene Wissenschaft betreiben und das auch in ihrer eigenen Forschung anwenden und weitergeben möchten. Das ist ja schon was Besonderes, oder? Es gibt jetzt nicht so viele Programme, die das so machen. Nee, keins. Viele Initiativen, die es gibt im Bereich Open Science, die haben einen Fokus auf Institutionen oder auf Infrastrukturen. Dieses Programm hier hat einen Fokus auf Individuen, auf junge Wissenschaftler, die das mal ausprobieren wollen. Außerdem ist auch die Beteiligung von einer wissenschaftlichen Organisation wie dem Stifterverband und einer, sagen wir mal, gesellschaftlichen Organisation wie der Wikimedia auch ein Novum. Und die Nachnutzung der Open Science steht damit auch noch stärker im Mittelpunkt, als es bei anderen Open Science Projekten der Fall ist. Insbesondere durch die Digitalisierung eröffnen sich natürlich völlig neue Möglichkeiten, sich innerhalb der Wissenschaft einfach, effizient und schnell auszutauschen. Wissensplattformen im Internet wie eben Wikipedia können eine besondere Rolle im Bereich Open Science spielen, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft bringen. Was uns besonders wichtig ist im Rahmen des Programms, ist es, Jungwissenschaftler, die zuvor mit Open Science noch nicht in Berührung gekommen sind, mit Wissenschaftlern zu vernetzen, die schon jahrelange Erfahrungen mit Open Science in verschiedensten Fachdisziplinen gemacht haben. Und was wir gerne schaffen möchten, sind verschiedene Angebote, um diese Leute zusammenzubringen. Besonders interessant an dem Stipendium fand ich das Mentoring und die Verknüpfung mit den Spezialisten auf den jeweiligen Gebieten. Mit Open Science wollte ich mich schon lange auseinandersetzen, habe aber nie Anknüpfpunkte gefunden, keinen wirklichen Nerv gehabt, mich mit den eher theoretischen Texten auseinanderzusetzen, wollte mich aber auch nicht aufs Glatteis begeben, einfach irgendwas zu veröffentlichen, nicht zu wissen, wen was interessiert und was ich darf und was ich nicht darf. Und da ist der Anschluss an die Community schon der größte Gewinn an diesem Programm. Ich interessiere mich dafür, wie man Kulturgüter publizieren kann, zugänglich machen kann und den Menschen zur Verfügung stellen kann. Und ich war tatsächlich auf der Suche nach Menschen, die mir dabei helfen können und bin natürlich auf Wikimedia gestoßen. Die Fellows können in den 6 Monaten an ihrem Wissenschaftsprojekt Open Science ausprobieren. Sie haben den direkten Kontakt zu uns als Mentoren. Sie haben die Förderung, sie haben das Geld, um das auch auszuprobieren, weil es einfach mehr Zeit kostet. Und sie kriegen noch vielseitigen Input und können sich vernetzen. Unser Ziel ist, dass mehr Menschen erkennen, welches Potenzial in Open Science steckt und mehr Menschen dafür zu begeistern, selber Open Science zu betreiben. Das Fellow-Programm richtet sich an Forscherinnen und Forscher, die Lust haben, Open Science zu praktizieren, die von der Idee überzeugt sind und die das selber gerne mal ausprobieren möchten und lernen möchten, wie das eigentlich geht. Ich glaube, wenn wir alle Open Science machen würden, dann hätten wir mehr Zeit für unsere Forschung. Wir würden spannendere Menschen treffen und wir könnten einfach bessere Wissenschaft machen.